Und liebe Fast-Fans, der zweite Block von diesem spannenden Spiel in Chemnitz steht davor. Und diesmal ist es mit einer der Matchwinner eigentlich, Patrick Schaiker. Schaiker, 2 Tore, 2 Assists in einem schier unglaublichen Spiel, was der Verlauf anging. Ja, definitiv. Also wir haben gut angefangen, haben eigentlich auch konzentriert gespielt. Aber dann haben wir komplett die Kontrolle verloren und 2 blöde Gegentore noch bekommen, mit dem Schlittschuh selber ins Tor gehauen. Und hatten dann eigentlich in der Kabine dann die richtigen Worte auch und haben dann das Spiel nochmal gedreht. Was war denn der Geheimrezept für diesen Comeback? Ist es eine psychologische Sache oder ist es einfach spielen? Wie geht man damit um, wenn man 4-1 hinten liegt nach 20 Minuten mit selbstverschuldeten Toren? Ja, wir haben, wie gesagt, in der Drittelpause haben wir darüber gesprochen, wurden auch ein bisschen lauter, haben einfach gesagt, dass wir das Spiel einfach spielen sollen und die kleinen Sachen machen müssen und halt auch mit Herz spielen. Und wie gesagt, wir haben es öfter schon gezeigt, dass wir einen Rückstand aufholen können und haben es auch diesmal bewiesen und war einfach eine super Leistung auch von den Leuten von der DNL, haben einen super Job gemacht und einfach nur glücklich. Okay, es war so, die ersten 4 Schüsse im zweiten Drittel, die gingen alle rein. In über 20 Jahren Eishockey, das habe ich nie erlebt, muss ich mal sagen. Hast du sowas jemals erlebt? Ersten 4 Schüsse waren alle Tore. Ja, ich glaube, wir sind aus der Kabine noch gekommen und die waren halt auch ein bisschen überrascht, dass wir halt dann auch ein bisschen Power-Eishockey gespielt haben. Klar gehört da ein bisschen Glück mit zu, aber das braucht man auch, um Erfolg zu haben. Und heute, denke ich, auch zum Schluss haben wir dann auch verdient gewonnen. Okay, wir wollen natürlich nicht den Schiedsrichter zu sehr kritisieren, aber das Spiel wurde vielleicht etwas unnötigerweise spannend am Ende. Jede Menge Action los vor dem Tor von Marvin Krupper, ein 3-gegen-5-Situation gemeistert. Das war Fingernagelknabbern. Fast in den letzten 5 Minuten dieses Spiels. Ich konnte es kaum aushalten. Ja, wir auch kaum. Bin ich der Meinung, hat der Schiedsrichter ein bisschen die Kontrolle auch verloren, weil er hat wirklich 2 Drittel super gepfiffen und hat dann Chemnitz wirklich dann auch wieder ins Spiel gebracht. Und wie gesagt, ich meine, wir haben das dann gut gemeistert, auch die Unterzahlsituation. Und einfach nur noch Glückwunsch ans Team, dass wir 6 Punkte geholt haben. Also das Problem, gerade 6 Punkte nach dieser eher enttäuschenden letztes Wochenende. Wieder mal hat man gezeigt, dass die Nachwuchs spielen bei den Eisbären, die sind immer noch da, 6 waren es an der Zahl heute. Haben diese Spieler, deiner Meinung nach, du bist ein erfahrener Spieler, haben die etwas, was die von diesem Wochenende mit in der DNL nehmen können? Ja, also ich meine, wir haben 4-1 zurückgelegen, haben dann uns dann wirklich gepusht und die Jungs, tragen ja auch einen Teil dazu bei und die haben super gespielt und ich glaube schon, dass sie auch eine gewisse Erfahrung jetzt von den Spielen mitgenommen haben. Gegen Schönheide war es wirklich Larifari, nicht Larifari Eishockey, aber nach dem 15-0 war der im Grunde genommen gelaufen. Genau, und heute war halt wirklich auch Power Eishockey und man hat gesehen, dass sie halt dann auch wirklich dann auch Tempo reingebracht haben und die Jungs haben es auch drauf und die können es auch. Also, wie gesagt. Also, das ist ein 6-Punkte-Wochenende für die Akademiker nach diesem 6-5-Sieg in Chemnitz, der 7-0-Sieg in Berlin gegen Schönheide. Das Rennen um Platz 2 in der Oberliga Ost, der ist längst nicht entschieden. Und wir freuen uns bis dem nächsten paar Spielen hier in der Oberliga Ost bei Fast Berlin. Wir melden uns natürlich nächste Woche während der Training Sessions. Und Borstel winkt mir an in einer sehr, sehr, sehr liebevollen Art und Weise. Ich werde ihn gleich knutschen. Insofern, dieser Blog ist jetzt zu Ende.